Hallo alle zusammen und schön, dass ihr mit dabei seid zu einer weiteren Folge von meinen Total War Rome 2 Schlachtkommentaren. Wir schauen uns, nein, wir machen jetzt keinen mehr Spielergefecht, ich habe mich verklickt. Wir schauen uns heute wieder eine Schlacht von dem guten Whisky an, der nämlich noch eine zweite Geschichte hat. Und diesmal kämpft er als Chimera gegen die Massilia. Sein Bild ist eher infanteriestark, weniger kavalleriestark, ähnelt aber im Endeffekt eigentlich meinem Bild verdammt stark, kann man sagen, direkt. Fangen wir mal an, was ist damit dabei? Insgesamt 6-mal skytische Obliten in der ersten Linie, 6-mal chimerische schwere Bogenschützen direkt dahinter, dann jeweils an den Flanken 1-mal chimerische Adelsinfanterie, dann 2-mal an jeder Flanke britten Steppenbogenschützen und 1-mal Bürgerkavallerie. Im Endeffekt, von der Grundstruktur ist es genau mein Bild, was ich spiele hier mit Herbern. Ich habe mit Bürgerwehroblieten und Adelsbogenschützen, mein General ist dann auch halt ein Adelsbogenschützer. Aber diese Taktik funktioniert halt und ist auch ultra simpel. Deswegen kann ich es euch auch nur nahelegen, selber zu spielen. Der Massilianer hat mit dabei in seiner Linie insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 mal Hopliten. Dahinter ist der General noch als Massilianischer Hoplit und nochmal ein Reservetrupp Hopliten. Dann hat er mit dabei insgesamt 3-mal Leinpanzerschildkämpfer auf seiner linken Flanke und 1-mal Bürgerkavallerie. Und auf seiner rechten Flanke 1-mal Leinpanzerschildkämpfer, 1-mal Peltasten und 3-mal Bürgerkavallerie. Hat noch insgesamt 3-mal die gallische Jägersöldner mit dabei. Soweit ich weiß, ist einer von denen hier. Die anderen beiden sind hier über die ganze Linie verteilt. Und schauen wir uns mal an. Die Stärken von Whisky sind jetzt gerade eindeutig die, die Kavallerie, die man aussetzen muss. Der Gegner hat nämlich keine gute Kavallerie mit. Deswegen sollte man versuchen, mit den berittenen Bogenschützen möglichst die Kavallerie auszuschalten, um dann im Nachhinein quasi den eigenen Bürgerkavalleristen zu ermöglichen, möglichst viel aktiver vorzugehen gegen Peltasten, gegen Bogenschützen, gegen Infanterie im Rücken, denn die Schwachstelle von von Whiskys Bild ist, dass der Gegner, der Massilianer, einfach viel zu viel Infanterie mit dabei hat und somit ihm sogar rein stärkemäßig sogar überlegen ist im Nahkampf. Und da muss er jetzt halt gegen arbeiten und das muss er versuchen zu kontern. Was er aber gut macht, der Massilianer, ist, dass er hier jetzt hier die gallischen Jägersöldner stationiert, um die einfach auch auszutricksen, die Briten zu steppen, Söldner, Bogenschützen. Er hat auf Anhieb sofort 8 Kills gemacht, eine seltene Sache eigentlich. Unter, gerade unter Steppenbogenschützen geht es selten so schnell, außer der Gegner weiß, was er tun muss. Und das wusste er gerade, er hat zur richtigen Zeit am richtigen Ort gestanden und den Trupp beschossen. Gut, wir spulen ein bisschen vor, das ist anfangs immer ein träges Spiel mit Chimären, weil es immer sehr aufs Kiten basiert und versucht, erstmal den Gegner ein bisschen aus der Defensive zu locken, um dann die Offensive zu bringen und dann selber in der Defensive auszuharren, um das Ding dann quasi selbst zu hocken. Wir sehen jetzt aber, der Beschuss geht trotzdem weiter mehr auf die Kavallerie. Gute Wahl, denn die muss weg. Das ist das Problem, die muss weg. Die gallischen Jägersöldner schießen weiter auf die Briten im Bogenschützen, treffen noch nochmal, 3 Reiter sterben nochmal. Die Bürgerschützen, die Bürgerwehrhaubliken kommen noch mit dazu, gehen jetzt hier gleich in den Nahkampf mit den Peltasten hier drauf, die natürlich, wenn sie werfen, extrem viel Schaden machen können. Der General kommt mit dazu als Unterstützer der, und da ja chimerische Adelsinfanterie ist, sollte das mit sämtlichen Infanteristen hier packen können. Auf der anderen Flanke sieht es vielleicht ein bisschen anders aus, da sind aber auch weniger Fernkämpfer, die jetzt alle gegen chimerische schwere Bogenschütze antreten dürfen von dem guten Whisky. Die Einheiten. Wir sehen es jetzt hier, da besteht schon der erste Söldnertrupp. Die Bogenschützen, die chimerischen und schweren Bogenschützen stehen bereit. Die Kavallerie charge jetzt hier gleich rein. Beschießt jetzt, sie sehen ruhig, die Bürgerkavallerie jetzt natürlich da ordentlich leiden muss. Wenn die weg ist, dann ist die rechte Flanke erstmal ungeschützt und kein Support ist mehr da, um zu unterstützen. Auf der linken Flanke läuft es ähnlich. Alles ist gebündelt. Die chimerischen Adelsinfanteristen kommen rein. Jetzt kommen hier drüben nochmal 2 Bürgerkavalleristen, die beschossen werden von den Steppenbogenschützen. Die eigenen Bürgerkavalleristen werden rausgezogen, um die nochmal abzufangen, damit ein Charge in den General nicht möglich ist. Gut gemacht, Whisky, gut gemacht. Jetzt geht hier hinten drüben die Sache eigentlich schon richtig ab. Die gallischen Jägersöldner haben keine Chance gegen 6 Truppen chimerische schwere Bogenschützen, die eine bessere Rüstung haben, höheren Geschossschaden, dieselbe Reichweite, gleiche Nachladerate. Das ist ein gewaltiges Problem. Die Steppenbogenschützen, also die Briten Steppenbogenschützen, mal jetzt hier drüben noch weiter beschaden und zerschießen die Bürgerkavallerie das schon ziemlich gut. Wenn jetzt ein Charge kommt von der eigenen Bürgerkavallerie, sollte der Trupp eigentlich schon nahezu weg sein. Und dann ist noch chimerische Adelsinfanterie direkt in der Nähe, um dort noch mit zu supporten. Dem Massilianer reicht's. Er muss loslegen. Seine 6 Hopliten gehen jetzt in Angriffsposition und suchen den Kampf mit dem feindlichen skytischen Hopliten. Der Charge ist somit eigentlich schon verpulvert. Natürlich profitiert davon Whisky, der jetzt einfach mal weiter drauf rumschießt. Und wir sehen auch, es sterben vielleicht nur weniger, aber sie verlieren schon mal Hitpoints, was im Vergleich zum späteren Kampf, gerade zum Verlauf des Kampfes, nur zugunsten des skytischen Obliten spricht. Und deswegen sehen wir gleich, dass hier der Trupp noch wesentlich mehr Männer verlieren wird anfangs. Jetzt setzen wir uns aber erstmal in Charge und den schauen wir uns mal an gegen die skytischen Obliten. Zack und rein damit. Und auch hier geht's weiter. Zack, 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 zack. Die skytischen Obliten sind alle jetzt im Nahkampf.
die chemischen schweren Bogenschützen zu können weiter schießen. Am besten wäre es jetzt auf die Schwertkämpfer, da sie sowieso frei rumstehen und nichts machen. Allerdings kommt ein Charge von der Bürgerkavallerie hier rein. Trotzdem hat sich viel gebracht, die chemischen schweren Bogenschützen zu machen mit ihren Speeren, die Bürgerkavallerie fertig. Das ähnliche Spiel auch auf der linken Flanke. Auch da charge die Bürgerkavallerie rein, denkt, sie könnte es schaffen gegen chimärische schwere Bogenschützen. Und da sehe ich leider keine guten Chancen. Hier drüben die Briten Bogenschützen machen ordentlich weiter Kills und beschäftigen die ganzen Einheiten, was gut ist. Sie müssen beschäftigt werden. Sie müssten nur beschäftigt werden. Sie müssen nicht besiegt werden. Es geht nur darum, sie zu beschäftigen. Und dafür setzt er sich die Kavallerie ziemlich gut ein, der Whisky. Auch hier im Nahkampf macht er jetzt die Leinwand-Schildkämpfer Stück für Stück fertig. Wobei jetzt hier eigentlich nur die Schildwall und auch die Obliegenphalanx fehlt. Von beiden Seiten muss da eigentlich was kommen. Denn sonst verlieren sie natürlich klar und deutlich, wenn der andere das dann definitiv machen wird. Hier drüben sieht man es ja schon, die ganzen Hobliten, die Skitschobliten gehen alle in Hobliten-Phalanx. Sie kriegen da einen Bonus gegen Infanterie von, ich glaube, 5, der enorm ist für Speerkrieger und somit auch enorm gut hilft gegen feindliche Infanterie. Ja, aus dem Grund sollte man die Hobliten-Phalanx spielen, wenn man sie hat zur Auswahl. Sie ist vielleicht ein bisschen kompakter, sorgt aber in der Regel dafür, dass der Kampf gewonnen wird oder zumindest besser abgeschnitten wird, als wenn man sie nicht aktivieren würde. Die chimärischen schweren Bogenschützen machen weiter ihren Schaden, kriegen gar nicht mehr so die Chance, so viele Kills mehr zu machen. Tja, so ist das Leben, die stehen halt an kurzen Positionen. Hier drüben, die sollten sich jetzt eigentlich weiter bewegen und mit in den Fernkampf reingehen. Trotzdem sind sie aber zu nah an den feindlichen Obliden dran. Deswegen bewegen sie sich jetzt in den Nahkampf und kämpfen sogar noch mit. Hier hinten läuft es weiter eigentlich ganz gut. Hier drüben kämpfen nur noch die Leinpanzerschattkämpfer und wir sehen hier drüben noch einmal Peltasten, die mit dazukommen zum Support. Anstatt auf den General aufzugehen, macht das eher, dass er dort supporten geht. Okay, gut. Ich hätte versucht, den General der Chimäre noch zu schlagen, denn das hätte eventuell Moralbruch fördern können. Und somit hätte auch Whisky ein Problem haben können im Laufe der Schlacht. So, wir sehen auf jeden Fall, dass seine chimärischen Adelsinfanteristen die gegnerischen Leinpanzerkämpfer ganz schön auseinandernehmen. Die werden hier verrecken. Ähnliches Spiel auch hier hinten. Der Trupp hat gerade eben auch einen Trupp Kavallerie noch. Ne, einen Trupp Fernkämpfer fertig gemacht. Und zwar gallische Jägersöldner. Super gute Arbeit. Diese Steppenbogenschützen haben sich genauso gelohnt wie andere. Briten Steppenbogenschützen meine ich natürlich. Jetzt kommt den Charge von der Bürgerkavallerie direkt in den Rücken rein. Von drei Einheiten. Noch da zwei Hobliten und einmal Leinpanzerkämpfer. Was ist denn das? Damit sind die schon so gut wie tot. Die Fernkämpfer können jetzt auch die Chance nutzen, im Rücken zu stehen und reinzuschießen gegen die skytischen Obliten hier. Somit sind dann die, die skytischen Obliten in der Chance, einfach mal auch die feindliche Einheit zu übertrumpfen. Denn das ist das, was auch Whisky braucht. Er muss mit seiner Linie jetzt gewinnen, indem er versucht, durch seine Steppenbogenschütze und chimärische schweren Bogenschützen das Ding noch zu drehen. Denn dazu sind sie nämlich da. Anders hat er natürlich Schwierigkeiten. Er ist wahrscheinlich auf der linken Flanke nicht schnell genug fertig, um zum Support zu kommen. Und auf der rechten Flanke hat er ja gar nichts mehr. Außer jetzt noch die zwei Truppen Kavallerie da rumstreuen, die Leinpanzerkämpfer hier drüben ein bisschen beschäftigen, die schon mal geflohen sind. Da möchte man nur mal anmerken, der ist ganz schön weit gelaufen, wieder zurückzukommen zur Schlacht. Aber wir sehen, prinzipiell ist der Kampf doch eher ein bisschen ungünstig verlaufen hier in der Linie, gerade für die skytischen Obliten. Kann sich aber noch alles drehen. Wir bedenken, dass hier auch vier Einheiten drin sind und verreist. Zum Vergleich stehen eigentlich nur eine einzige Einheit drin. Somit ist die Chance immer noch da für Whisky, irgendwas zu drehen. Die chimärischen Scherenbogenschützen schießen jetzt weiter hier drauf. Die Obliten sind jetzt besiegt. Somit können jetzt die Skitschobliten hier zu Support kommen. Die Briten Bogenschützen gehen weiter hier rüber, um auch hier drüber ein bisschen zu helfen. Denn die müssen auch noch weiter Schaden machen gegen die feindlichen Einheiten von dem bösen Massilianer. Wir sehen es auch. Stück für Stück. Bogenschützen sammeln sich, stellen sich bereit, können jetzt drauf schießen. Direkt auf den Arsch, Leute. Direkt auf den Arsch. Das ist hier das, was dabei zählt. Also los damit, weiter. Die skytischen Obliten kommen jetzt zum Support dazu. Am schlauesten wäre es, wenn er jetzt hier reingehen würde. Dann habe ich zuerst noch diesen riesen Wollknäuel entfernt und könnte somit schneller einen Trupp retten, noch bevor der Trupp besiegt wird. Der Trupp. Und hier drüben wird der Trupp einfach zerschossen von den ganzen Steinschildern. Somit ist hier auch keine Chance mehr, finde ich persönlich, den Kampf zu gewinnen gegen die skytischen Obliten. Aber prinzipiell sieht es so eigentlich ganz gut aus. Und Whisky hat doch ziemlich gute Karten. Gerade seine Bogenschützen sind doch ziemlich am Abräumen. Die haben noch Munition, die haben gute Position. Und der General ist auch mit im Kampf vom Marcellan. Auch das ist ein Angreifpunkt, womit er richtig schön Schaden machen kann. Und somit den Kampf definitiv für sich entscheiden kann. Aber mit den chimärischen schweren Bogenschützen im Late Game noch viel Munition zu haben, ist echt ein Segen. Denn diese Fernkämpfer sind einfach so bestialisch und können so viel Schaden machen. Deswegen ist es eine gute Entscheidung gewesen, von Whisky die chemischen schweren Bogenschützen mitzunehmen, statt den Steppenbogenschützen. Denn die könnten rein von den Stats her ähnliche Leistungen vollbringen, haben aber nicht die Fähigkeit, genau schießen und haben nicht die Fähigkeit, ihre Rüstung zu stärken. Und, sie haben keine bessere Rüstung, meine ich damit. Also, auch das ist so ein Punkt, warum man da gegen Steppenbogenschützen sprechen könnte. Aber alles in allem sind die Einheiten eigentlich komplett solide und könnten was drauf haben.
Aber auf jeden Fall sehen wir jetzt schon, dass hier Whiskey den Kampf jetzt für sich langsam dreht. Und die Fernkämpfer schießen jetzt die Prüfung, die Leinenpanzerschildkämpfer. Wir spulen jetzt mal vor, denn für mich ist die Schlacht jetzt hier eigentlich schon fast beendet. Ich sehe, dass Whiskey den Kampf gewinnen wird. Gute Leistung von Whiskey, Hut ab. Ich bedanke mich für diese schöne Schlacht bei dir. Und jetzt schauen wir mal, wie die letzten Soldaten hier ein bisschen gemetzelt werden. Peltasten, gallische Söhnerjäger, Schwertkämpfer, Hopliten. Und Burschütze auch noch da. Und somit ist die Schlacht jetzt auch gewonnen. Es war eine schöne Schlacht, kann ich euch wirklich nur empfehlen, die auch mal anzuschauen. Und falls ihr Interesse habt, dass auch mal ein Replay von euch hier auf meinem Kanal hat, dann schickt es mir an corneliusdrag@gmail.com und schreibt rein, welches Spiel es ist. Und ich gucke es mir an und werde dann entscheiden, ob ich die Schlacht hochladen werde oder nicht. In dem Sinne sehen wir uns dann morgen wieder in alter Frische um 10 Uhr. Und in dem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.